Moin, liebe Frugalisten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal wieder ein Ultra-Low-Budget-Cooking. Ihr seht schon, die Zutaten stehen bereit. Das Ganze sieht ein wenig verrückt aus, weil wir haben Soft-Aprikosen, wir haben Datteln und das Ganze irgendwie mit Nudeln. Was soll da rauskommen? Aber ich verspreche euch, das Ganze wird auf jeden Fall ziemlich lecker. Wir machen nämlich ein selbstgemachtes Pesto. Es ist also vom Schwierigkeitsgrad heute auch wieder überhaupt nicht schwer. Es sind wenig Zutaten, es ist dementsprechend auch überhaupt nicht teuer. Sage ich euch aber gleich noch was zu. Und es kann wirklich von jedem nachgemacht werden. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist ein Mixer oder ein Pürierstab und dann könnt ihr eigentlich auch schon direkt in jeder Küche mit jedem Utensilien loslegen. Und das letzte Video ist ganz gut angekommen, da konnte ich euch aber leider den Link noch nicht präsentieren für die Rezepte. Jetzt findet ihr aber heute direkt im Anschluss an das Video das Rezept online auf meinem Blog www.frugalzumglück.com und dann unter der Rubrik Low-Budget-Gerichte. Und da habe ich das Ganze dann auch Schritt für Schritt aufgelistet, was ihr genau tun müsst, welche Zutaten ihr braucht und vor allem auch, wie der Schwierigkeitsgrad des Gerichtes ist und wie hoch auch ungefähr die Kosten ausfallen. Also schaut da auf jeden Fall vorbei, dann könnt ihr das Ganze auch direkt nachkochen. Jetzt würde ich sagen, springen wir direkt mal in die Zutatenliste und gucken uns an, was wir jetzt eigentlich alles dafür benötigen. Es ist auch wieder, so viel sei vorweg gesagt, vegan möglich. Da achte ich ja immer darauf, dass es zumindest vegetarisch ist. Im besten Fall auch vegan. Und ich habe jetzt hier Nudeln. Ich sag mal, im Optimalfall sollten das Tagliatelle sein. Dann schmeckt das Ganze nochmal am besten. Ich probiere das jetzt mit Bandnudeln. Ich bin ja auch nur so ein Hobbykoch und ich habe mir gedacht, die sehen beide so ein bisschen ähnlich aus. Vielleicht funktioniert das auch mit Bandnudeln. Hier sind jetzt allerdings zwei Hühnereier drin. Und dementsprechend ist das Ganze jetzt nicht vegan, aber ich denke mal, unsere veganen Freunde und Freundinnen finden da sicherlich eine Alternative, dass ihr das genauso nachkochen könnt. Fangen wir mal mit den Preisen an. Wir haben diese Bandnudeln für, ich muss hier mal auf meine Preisliste gucken, die Bandnudeln habe ich für 60 Cent bekommen, die Soft-Aprikosen und die Datteln jeweils für 85 Cent. Da muss ich aber dazu sagen, dass ich das ja immer anteilsmäßig berechne. Das heißt, das Ganze hat dementsprechend 1,90 Euro, 2 Euro um den Dreh gekostet. Ich habe jetzt hier jeweils circa 60, 70 Gramm, die ich heute Abend, die ich jetzt gleich verwende. Und dementsprechend berechne ich das anteilig. Da könnt ihr aber auch immer mal ein bisschen gucken. Ich schreibe jetzt ins Rezept, dass ich da circa, ja, 70 Gramm werde ich wahrscheinlich reinschreiben, verwende. Aber ich mache das immer so ein bisschen frei Schnauze. Und ja, dementsprechend kann es schon mal sein, dass hier das ein oder andere dann in, ich sag mal, um 10 Gramm oder so vielleicht ein bisschen mehr liegt. Das nächste, was ich habe, sind hier diese Cherry-Tomaten. Die kriege ich bei uns im Kaufland auch immer für 1,10 Euro. Da habe ich jetzt ungefähr ein Dreiviertel der Packung verwendet. Also bin ich jetzt hier, sage ich mal, bei 75, 80 Cent circa. Dann drei rote Zwiebeln. Hier rate ich euch für dieses Gericht auch auf jeden Fall rote Zwiebeln zu nehmen. Das macht geschmacklich dann tatsächlich nochmal einen ganz anderen oder einen großen Unterschied zu normalen Zwiebeln. Werdet ihr gleich sehen, auch von der Farbe ist das Ganze dann viel schöner. Für die habe ich 1,20 Euro gezahlt. Rote Zwiebeln sind in der Regel ein bisschen teurer. Da brauchen wir ca. 300 Gramm fürs Gericht. Dann diese getrockneten Tomaten. Da nutze ich oder nutze ich für dieses Gericht jetzt von der Eigenmarke von Rewe. Rewe, beste Wahl, keine Werbung hier, selbst gekauft. Die getrockneten Tomaten, da sind Abtropfgewicht wahrscheinlich so 180, 160 Gramm drin. Das ist jetzt die Füllmenge von 280 Gramm. Das reicht vollkommen aus. Dafür habe ich 1,30 Euro gezahlt. Da müsst ihr auch immer mal schauen, getrocknete Tomaten in Bio-Qualität oder noch besserer Qualität kosten viel, viel mehr Geld. Muss man gucken, ob man das so mit seinem Gewissen vereinbaren kann, wenn man jetzt wie ich hier zum Beispiel die für 1,30 Euro kauft. Genau, dann Knoblauch habe ich immer zu Hause, berechne ich jetzt nicht da drauf. Wenn doch, dann wären das 20 Cent oder sowas. Olivenöl braucht ihr. Dann braucht ihr einen dunklen Balsamico-Essig. Ich nutze jetzt aber für dieses Gericht heute mal, das ist jetzt so ein bisschen ausprobieren, also ihr macht das, wenn ihr keine Risiken eingehen wollt, besser mit dunklem Balsamico-Essig. Ich nutze jetzt hier einen Rotweinessig. Finde ich, hört sich eigentlich ziemlich interessant an. Der hat nämlich noch so eine Fruchtnote und dann wird das Ganze vielleicht noch ein bisschen verstärkt. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier gleich wird. Und zu guter Letzt braucht ihr noch eine Bio-Zitrone. Hoppala, da kommt die Feuerwehr. Braucht ihr noch eine Bio-Zitrone? Dafür habe ich jetzt 70 Cent gezahlt. Bio, weil wir gegebenenfalls gleich ein bisschen Schalenabrieb noch da reinmachen. Jetzt geht's aber los hier. Und da sollte das Ganze dann besser in Bio-Qualität sein. Jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt an. Vielleicht noch einmal der Gesamtpreis. Das sind 6,20 Euro. Ich vermute, wir werden das nur an einem Tag essen können. Vielleicht noch eine Portion als Rest morgen. Das heißt, es sind ungefähr 3,10 Euro. Oder sagen wir mal, wenn wir noch eine Portion für morgen rauskriegen, ungefähr 2,50 Euro pro Nase.
Ist auch wieder ein super gutes Gericht. Und das Ganze ist an sich auch relativ gesund. Zumindest wenn ihr darauf achtet, dass die Softaprikosen und die Datteln nicht nochmal extra gesüßt sind. Das ist nämlich super oft so, dass wenn man sich irgendwie einen gesünderen Snack holen möchte, dann tendiert man dazu, sich Trockenobst zu holen. Ist ja auch eigentlich voll die coole Idee. Und dann schaut man hinten drauf und die ganzen doofen Dinger sind dann immer nochmal mit Rohrzucker oder so gezuckert. Und das ist halt super unnötig, weil das ist doch schon an sich süß. Genau, da auf jeden Fall drauf achten, dann ist das ganze Rezept auch halbwegs gesund. So, jetzt fangen wir direkt an, würde ich sagen, mit dem Schnibbeln. Wir bereiten jetzt alles fürs Pesto vor und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, viel Spaß später beim Nachkochen und falls euch das Video gefällt, auf jeden Fall auf den Daumen nach oben bitte drücken, mir folgen, falls ihr solche Videos im Allgemeinen cool findet und viel Spaß. Wir starten jetzt direkt mit dem Pesto und für das Pesto brauchen wir einmal unsere Datteln, dann brauchen wir rote Zwiebeln. Wenn ihr jetzt insgesamt auch wie ich so ein 300er Paket rote Zwiebeln gekauft habt, dann schaut, dass ihr hier vielleicht die kleinste nehmt, wenn da auch drei Stück wie bei mir drin sind. Dann eine Knoblauchzehe und ihr braucht die getrockneten Tomaten. Und hier ist das Coole, wir brauchen für das Pesto nämlich auch Öl. Und hier ist ja super viel geschmackvolles Öl schon drin. Es ist jetzt zwar in der Regel immer nur so Rapsölqualität oder sowas, aber das können wir nachher auch super fürs Pesto nehmen. Also nicht wegschütten das Öl hier raus und dann können wir uns zum Beispiel teures Olivenöl sparen. Und das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir das Ganze einmal schnibbeln. Wir schnibbeln die Zwiebeln in, ich sag mal, einmal Hälfteln und dann in dünne Scheiben schneiden. Dann die Datteln machen wir einfach nur ein bisschen kleiner, dass der Mixer gleich nicht Probleme hat. Die schälen wir und dann werden wir die Zwiebeln und oder die Zwiebel und den Knoblauch erstmal ganz kurz andünsten, weil ich mag das nicht so gerne, wenn wir das gleich, ich sag mal, in das Pesto geben oder das Pesto daraus machen und das ist noch roh. Ich finde, das schmeckt dann immer so ein bisschen zu zwiebelig und zu intensiv und deswegen dünste ich das Ganze noch kurz an und jetzt geht's ans Schnibbeln. So, wie gesagt, Zwiebeln, Knoblauch jetzt ganz kurz andünsten. Da könnt ihr ein mini bisschen Öl in eine Pfanne geben und dann einfach auf mittlerer Stufe mal kurz das Ganze anbraten. In der Zwischenzeit können wir dann gleich schon die Datteln schnibbeln. Da müsst ihr das Ganze wirklich nicht klein machen. Der Mixer tut eigentlich in der Regel den Rest. Ich habe jetzt die Zwiebeln aus Versehen gewürfelt. Das war gerade so ein bisschen verträumt. Habe hier aus dem Fenster geguckt und dann geschnibbelt. Und dann waren es auf einmal schon Würfel. Braucht man aber nicht, da reichen auch Scheiben. Genau, jetzt machen wir die Datteln noch weiter. In der Zwischenzeit brutzelt das Ganze dann hier kurz vor sich hin und dann können wir das auch schon direkt in den Mixer schmeißen. Übrigens habe ich auch mal gelesen, ich habe es allerdings noch nicht selber probiert, dass man ganz viele Gemüsereste, gerade die Schalen von Karotten, von Zwiebeln und so weiter, einfach mal in einen Gefrierbeutel packen kann, dann packt man das in den Tiefkühler und dann immer, wenn man wieder irgendwas schnibbelt, Gemüseartiges, dann nimmt man sich die ganzen Schalen, füllt das wieder in den Gefrierbeutel im Gefrierer und irgendwann kann man aus dieser angesammelten Schalenmenge dann eine richtig coole Gemüsebrühe machen, weil in den ganzen Schalen sind ja auch noch ganz viele Nährstoffe drin enthalten und wenn man das einfach wegwerfen würde, wäre das eigentlich zu schade. Ich habe es ehrlich gesagt bislang noch nicht gemacht, aber das wäre vielleicht auch mal eine ganz coole Idee, das zu probieren, weil da muss man nicht immer so viel wegschmeißen. Weil das Ganze hier mit den Zwiebeln und mit dem Knoblauch dann doch ein bisschen länger dauert, mache ich jetzt schon mal in der Zwischenzeit die anderen Zwiebeln. Das ist jetzt später für das Nudelgericht, also nicht für das Pesto, sondern für die Nudeln. Das mengen wir dann unter. Und deswegen ist es hier auch wichtig, dass wir die Zwiebeln einmal hälfteln und dann wirklich versuchen, ganz dünne Scheiben zu schneiden, weil dann ist das am Ende wie so Fäden nur noch im Gericht und das schmeckt dann super, super lecker. Werdet ihr aber gleich noch sehen, wenn ihr seht, was wir damit genau vorhaben. Und das Weitere ist, sind die Soft-Aprikosen und da versuchen wir auch das Ganze in so, ich sag mal, 0,5 cm dicke Streifen, möglichst, wenn es geht, sogar vielleicht noch ein bisschen schmaler zu schneiden, weil auch das soll am Ende nur noch in Form von so dünner Fäden das Gericht so ein bisschen geschmacklich noch steigern. Also jetzt machen wir damit direkt weiter. Für das Pesto muss das jetzt hier gar nicht so richtig krass angebraten sein. Es reicht einfach nur, wenn, ich sag mal, dieser rohe Geschmack so ein bisschen verflüchtigt oder sich verflüchtigt. Und jetzt packen wir das Ganze hier einfach in den Mixer rein. Vorher sollte man auf jeden Fall prüfen, ob der Mixer unten fest ist, weil wir können unseren Mixer nämlich zum Beispiel auseinanderschrauben und dann immer den dann immer waschen. Das habe ich jetzt diesmal nicht gemacht, deswegen hoffe ich, dass der fest ist, ja, weil sonst gibt es nämlich eine Sauerei am Ende. Dann kommen die Datteln auch direkt oben rein.
So, und dann die getrockneten Tomaten. Und hier könnte man es jetzt eigentlich, wenn man sich wieder konkret an irgendein Rezept halten würde oder so, müsste man jetzt hier so ein bisschen abwiegen, wie viel Wasser, also wie viel Öl brauche ich jetzt, wie viel Tomaten müssen da rein. Ich mache das Ganze immer so ein bisschen frei Schnauze. Und deswegen kippe ich jetzt hier erstmal alles rein. Weil getrocknete Tomaten schmecken eh ziemlich lecker. Hoppala. So, und beim Pesto, finde ich, ist es nämlich eigentlich ziemlich cool, weil man das ja mit dem Olivenöl dann dementsprechend noch ein bisschen strecken kann, oder man lässt halt einfach Olivenöl hauptsächlich raus und dann wird das Ganze noch viel fester von der Konsistenz, und da gucken wir jetzt gleich einfach mal, wie uns das passt, und passen das Ganze dementsprechend dann noch an. Dann Deckel drauf, ein bisschen Thymian darf da ruhig noch rein, das hatte ich am Anfang ganz vergessen zu erwähnen. Deckel drauf und einfach mal rühren. Wenn das im Mixer gar nicht weitergeht, dann ist das immer ein Anzeichen dafür, zumindest bei unserem Mixer, dass das von der Konsistenz nicht flüssig genug ist. Und dann kann man eigentlich hergehen und nochmal einen kleinen Schuss Olivenöl reinmachen. Dann müsste das in der Regel besser funktionieren. Und jetzt kann ich eigentlich auch schon ein paar Spritzer Zitrone reinmachen. Wer das Ganze noch zitroniger möchte, der macht jetzt auch noch ein bisschen Schalenabrieb rein. Schmeckt auch super gut, mache ich jetzt auch. Ach, und noch ein Tipp für diejenigen, die mit Kochen wirklich gar nichts am Hut haben. Die Zitrone einfach mal so ein bisschen rollen, weil dadurch löst sich quasi so der Saft in der Zitrone. Und wenn man die gleich aufschneidet, dann kann man das viel, viel besser rauspressen. Pesto ist jetzt soweit fertig. Ich würze das jetzt noch mit Salz nach und mit Pfeffer. Das kann man nach Belieben machen, je nachdem, wie es einem passt. So sieht das von der Konsistenz jetzt aus. Und ich möchte immer wieder sagen, dass ich ja alles andere als ein Profikoch bin. Und diejenigen, die sich das hier angucken und selber vielleicht Köche sind, die schütteln wahrscheinlich immer den Kopf und sagen, was macht der da für einen Quatsch? Aber ich finde, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Sieht echt wie ein richtig gutes Pesto aus, finde ich. Und jetzt können wir eigentlich auch schon die Nudeln aufsetzen. Ich mache das dann in der Zwischenzeit weiter mit den Zwiebeln. Und dann geht es dann gleich auch schon direkt ans Eingemachte, weil dann mixen wir eigentlich fast nur noch alles zusammen und sind dann auch schon fast fertig. So, die Zwiebeln habe ich jetzt in Ringe geschnitten und die Trockenaprikosen auch, oder die Softaprikosen. Und dann sieht das ungefähr so aus. So dünn sind dann die Zwiebeln und so drum dünn sind die Softaprikosen. Und bevor ich das jetzt gleich anbrate, mache ich jetzt auch noch ganz schnell die Tomaten. Und die werde ich allenfalls fütteln, mehr aber auch nicht. Die müssen jetzt nicht so klein geschnibbelt sein. Und die braten auch nicht mit, sondern die packen wir am Ende einfach nur noch recht... ja, oder frisch und knackig dann da oben drauf, und dann schmeckt das Ganze auch noch viel saftiger. So, die Nudeln habe ich inzwischen aufgesetzt. Das Wasser hat nämlich gekocht. Ich habe dann noch kurz Salz reingetan, damit die Nudeln nicht so fad schmecken. Das lassen wir jetzt so 7 bis 8 Minuten, müssen Bandnudeln, glaube ich, kochen. Und in der Zwischenzeit kommt jetzt eigentlich der coolste Teil des Gerichtes, denn wir brauchen jetzt eine sehr, sehr große Pfanne. Da kommt am Ende nämlich alles rein, sowohl Pesto als auch Nudeln als auch dieses Zwiebelgedöns hier. Und da braten wir jetzt die Zwiebeln und die Aprikosen richtig scharf an. Und wenn das Ganze eine gewisse Hitze erreicht hat und auch schon schön durchgebraten ist, dann löschen wir das mit einem ordentlichen Schwung von diesem Essig ab, weil dann kocht das Ganze ein und dann kriegt das nochmal eine richtig, richtig leckere Note. Und wenn das fertig ist, dann vermengen wir das Ganze eigentlich nur und dann können wir schon fast essen. Ich mache es jetzt wieder so, das kennen die meisten von euch ja vermutlich noch aus dem letzten Video. Ich schnibbel jetzt in dieses Zwiebelgedöns, habe ich das gerade liebevoll genannt, nicht nochmal Knoblauch rein, sondern ich nehme mir eine so eine Knoblauchzehe, schlage da einmal beherzt drauf und packe das dann einfach so noch mit dazu und fische das dann anschließend wieder raus, weil wir nicht so viel Knoblauch in unseren Gerichten haben wollen. So, und ich habe jetzt gerade nebenbei schon ein bisschen Nudelwasser abgegossen. Das kippe ich jetzt auch noch da rein. Jetzt kann man runterschalten. So, und jetzt kann man eigentlich alles zusammenschmeißen. Jetzt packe ich das Pesto da rein, die Nudeln da rein, dann vermenge ich das Ganze und dann sind wir eigentlich fertig. We'll be right back.
So, und fertig ist das Ganze. Ich finde es richtig cool. Sieht auf jeden Fall super gut aus. Das mit den Zwiebeln wird jetzt auch überhaupt nicht mehr intensiv schmecken, gerade weil wir die so lange eingekocht haben mit dem Essig. Und guck mal bitte in die Kommentare, weil wenn ich das jetzt nachher probiere, dann sage ich euch, ob man das vielleicht doch lieber mit diesem Essig machen sollte, weil das einfach einen noch viel besseren Geschmack ergibt. Oder ob man das dann vielleicht doch besser mit Balsamico-Essig machen sollte. Schreibe ich euch auf jeden Fall dann noch unten rein. Das war's mit dem Essen. Das Ganze ging jetzt ratzfatz wieder. Das war echt super schnell. Es ist super günstig und es ist super lecker. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne nachkochen und vor allem auch einen Daumen nach oben geben. Folgt mir auf diesem Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann werdet ihr in Zukunft noch viele leckere Rezepte sehen. Und ansonsten würde ich sagen, klickt auf jeden Fall auf den Link in der Beschreibung. Dort kommt ihr dann nämlich direkt zum Rezept. Kocht das Ganze nach und habt einen schönen Tag, guten Hunger dabei und viel Spaß.